Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das OE24TV Wahlbarometer. Schönen guten Abend, willkommen zurück auf OE24TV bei unserem Wahlbarometer am Donnerstag. Die Umfrage haben wir uns gerade angeschaut mit dem Professor Beutelmeier und jetzt analysieren wir sie wie jeden Donnerstag. Heute in einer Zweierrunde, oder mit mir sind es drei, Josef Czaap und Peter Westenthaler sind wieder da. Maria Rochkall hat heute entschuldigt, die ist dann morgen im Studio mit den beiden Herren. Da wird dann die Rede von Bundeskanzler Karl Nehammer noch einmal im Detail unter die Lupe genommen. Aber als erstes schauen wir uns die Sonntagsfrage an und analysieren ein bisschen, wie sich denn die Bierpartei so auswirkt. Noch einmal kurz zusammengefasst die Ergebnisse. Die FPÖ bleibt bei 26% wie in der Vorwoche, damit weiter auf Platz 1. Die SPÖ minus 1 bei 23%, ÖVP minus 1 bei 22%, also hier ein Duell um den zweiten Platz. Neos verlieren ebenfalls einen Prozentpunkt, sind bei 10, Grüne minus 1, 9, KPÖ minus 1, 2 und so wie ein kleines Eichhörnchen, das sich bei jeder Partei ein bisschen was holt, die Bierpartei mit 6% steigt sie ein und würde damit direkt in den Nationalrat einziehen, der Vollständigkeit halber, andere kämen noch auf 2%. Bierpartei bei 6%, vielleicht starten wir gleich damit. Ist das ein Ergebnis, mit dem Sie gerechnet haben? Überrascht Sie das oder hätte es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr sein können? Nein, es überrascht mich nicht. Ich vergleiche immer geschichtlich-historische Ereignisse mit heutigen. Und wir haben mal die Mühe gemacht und haben mal angeschaut, im Jahr 98 hat Richard Lugner für die Bundespräsidentschaftswahl kandidiert und hat in etwa das gemacht, was der Marco Bogo gemacht hat, also um die 10% in ganz Österreich. Und ein Jahr später hat er sein Projekt der Du-Partei, nämlich die Unabhängigen, dann in die Nationalratswahl geschickt. Und interessanterweise bei den ersten Umfragen war er genau dort, wo die Bierpartei heute ist, nämlich auch bei 6%. Geworden sind es dann 1% bei der Nationalratswahl. Und so ähnlich muss man das auch einschätzen. Also der ist jetzt natürlich überbewertet, weil neu, logisch. Jeder, der neu ist, hat immer ein bisschen einen Vorteil. Man soll das nicht überbewerten. Aus der Sicht der Freiheitlichen, also wenn das heute die Freiheitlichen sehen, dann können sie sehr zufrieden sein, weil sowas hat es überhaupt noch nicht gegeben, dass eigentlich alle Parteien ein Minus haben, jetzt ausgenommen die Bierpartei, alle Parteien ein Minus haben, sogar die anderen und die Freiheitlichen stabil jetzt auf Nummer 1 wieder sind, wieder mit einem größeren Abstand als beim letzten Mal. Das ist recht interessant auch. In Wahrheit hat sich nicht sehr viel bewegt, aber man sieht schon, dass die Bierpartei, so wird sie eingeschätzt von allen Experten, jetzt den Politexperten, aber auch den journalistischen Experten, ist ein linkes Projekt. Ist auch inhaltlich links mit all den Ansagen, die er gemacht hat, mit Multikulti, den er da ansagt, der Herr Bogo. Er ist auch verortet eher Mitte links oder auch manchmal in manchen Bereichen auch ganz links. Und natürlich fischt er hauptsächlich hier ab von den linken Parteien, im Wesentlichen Grüne, KPÖ, 1% auch von der SPÖ. Man soll es alles noch nicht überbewerten. Wie gesagt, das ist alles sehr, sehr neu. Aber natürlich ist das eine weitere Konkurrenz, diese Bierpartei im Mitte-Links-Spektrum. Und wenn man sich das im Parteienspektrum anschaut, dann haben wir mit SPÖ, Grünen, Neos, KPÖ und Bier dann mittlerweile 5 Parteien Mitte-Links und 2 Mitte-Rechts. Das heißt, es wird relativ eng links der Mitte. Und das ist vielleicht auch dieser Wink, der da daherkommt. Aber noch einmal, alles mit großer Vorsicht zu genießen. Noch dazu, wir kennen keinen Wahltermin. Da werden wir später noch drüber reden. Bierpartei, okay, ist neu. Aber ich bin da sehr skeptisch und vorsichtig, was die Partei betrifft. Herr Czaap, letzte Woche haben wir ja schon ein bisschen gemutmaßt, wo die Bierpartei überall Stimmen abgraben könnte. Jetzt hat sie bei jedem ein bisschen was, vor allem bei den linkeren Parteien, muss man sagen. Allerdings bei der SPÖ unter Anführungszeichen auch nur einen Prozentpunkt. Ja, hätte schlimmer sein können eigentlich, oder? Naja, immer angeschaut, es hat eine Untersuchung gegeben, wer aller die Bierpartei, in dem Fall den Kandidaten Mlazenik, bei der letzten Bundespräsidentenwahl 2022 gewählt hat. Und da ist dann gestanden, Neos haben, also 23% seiner Wähler sind von den Neos gekommen, 21% von den Grünen, 17% von den Freiheitlichen, 12% von der SPÖ und der Rest von irgendwo. Das heißt, im Prinzip räumt er
überall ab, wenn er abräumt, ja, links, rechts. NEOS ist ja nicht links, ja, die sind wirtschaftsliberal, also die kannst du da gar nicht in den Topf reinhauen. Die KPÖ ist gleich bezeichnenderweise runtergegangen. Bier trinken in Österreich ist weder links noch rechts. Bier trinken musst du in der Mitte machen, weil sonst rennst du rechts runter oder links runter. Also Bier trinken ist einfach Bier. Und da ist schwer vorauszusehen, wie wird das dann wirklich laufen. Also wenn du frisch startest und 6%, hätte man eigentlich mehr erwartet, ja, für das Tamtam, was da gewesen ist. Und er braucht 20.000 Mitglieder und er braucht 1 Million und was weiß ich was. Vielleicht geht ihm eh die Luft aus auf dem Weg, ja, bis hin, dass er kandidiert. Also überraschend ist, dass es eher so schwach beginnt. Die restlichen Bewegungen bei den Parteien, ja, dass die Grünen Bier trinken, wissen wir. Dass bei den NEOS, die bleiben bei 10%, und die erben vor allem von der ÖVP. Das ist in Wahrheit ein Reservelager für ÖVP-Wähler zu einem großen Teil. Die NEOS, sie kommen ja auch von dort. Und FPÖ bleibt natürlich im Moment nach wie vor an der Spitze. Also das ist die Situation. Aber das heißt, Sie sehen es ähnlich wie der Peter Westenthaler, dass dieser gelbe Stern, wie er auch bei der Umfrage bei uns abgebildet wird, eher schnell wieder verglühen könnte. Der Westenthaler hat die Parallele zu Richard Lugner auch gezogen. Ja, das sehe ich exakt genauso, weil ich meine, es ist auf die Dauer auch kein Programm. Ja. Er hat so ein bisschen aufgefettet, sein Programm mit 3, 4 sozialen Forderungen. Jeder fragt sich, wie will er das umsetzen? Ja. Wie? Mit wem? Das ist ja in der Politik, ist ja jetzt aufgrund der heutigen Zeit, ja, mit den vielen Kriegen, mit den vielen wirtschaftlichen Problemen, mit der Teuerung und diese Inkompetenz der Bundesregierung, mit den Strompreisen, die man immer noch belastend sind und. Das sind lauter Herausforderungen. Da musst du tief eingreifen in das politische System in Österreich, musst auch gescheite Mehrheiten im Parlament zustande bringen und brauchst eine mutige Regierung, die gestaltungsbereit ist. Was will jetzt die Bierpartei gestalten? Ich tue es nicht runtermachen. Ich finde, jeder hat das Recht zu kandidieren. Und wenn er sagt, ja, ich bin da von den Biertrinkern motiviert worden, dass ich eine Bierpartei mache, sage ich, es ist in Ordnung, warum soll ich das nicht machen? Also das ist schon alles okay. Aber es ist irgendwie so, dass ich glaube, am Ende des Tages wird er nicht einmal 3% haben und wird auf die Art nirgends reinkommen. Die KPÖ sowieso nicht. Und die NEOS, ja, wenn die ÖVP weiter so schwächelt, werden die NEOS weiter auf 10% bleiben. Das haben sie mich eh gut bedient in Wahrheit. Und die Grünen, ja, die haben die Hardcore-Grünen, also denen kann es nicht grün genug sein. Das ist halt ganz eine eigene Weltanschauungsgruppe, die das mag, dass man sie ein bisschen, wie soll man sagen, ich würde nicht sagen, zur Elektro-Tankstelle hinpeitscht, aber die halt ein bisschen das Härtere wollen, die sind sozusagen. Die sind mit 9% dann eh noch gut bedient. Und in dem Zusammenhang, die müssen wir für das ganze Desaster der Bundesregierung den Kopf hinhalten. Das muss man schon auch sehen. Sie dann sich auch nicht distanzieren davon. Sie vertreten das auch. Und die Frage ist, wie geht es jetzt weiter mit der Bierpartei, wenn wir dann wieder da sitzen und die sind dann unter 4%. Was interessant ist, wenn wir uns diese zwei Lager anschauen, wenn wir auf der einen Seite das Lager rechts der Mitte, ÖVP, FPÖ bei 48%, und wir haben, wenn man das linke Lager zusammenzählt mit der KPÖ, 50% im linken Lager. Das ist ja das, was Sie angesprochen haben, dass sich dieses linke Lager derzeit so aufsplittet, oder? Richtig. Es ist deshalb interessant, weil sich hier Geschichte umdreht. Ich meine, man sollte nicht vergessen, es war eines der deklariertesten Ziele eines der erfolgreichsten Politiker, einer der erfolgreichsten Politiker in Österreich, Bruno Kreisky, der immer gesagt hat, wenn man links gewinnen will, dann muss man rechts spalten. Da muss es möglichst viel Parteien rechts der Mitte geben. Und so war es ja auch in der Geschichte sehr, sehr oft. Es sind immer wieder irgendwelche Glücksritter dahergekommen, die sich auch, weil die Politik die richtige ist, die Mitte-Rechtspolitik in Sicherheitsfragen, Ordnungsfragen etc. Und wir wissen, in Österreich hat es bisher noch nie eine Mitte-Links-Mehrheit gegeben. Ich gehe davon aus, dass das nach der nächsten Wahl nicht gibt. Auch das sieht man ja auch hier in diesen Zahlen, weil wenn 5 Parteien keine Mehrheit über 50% zusammenbringen, aber 2 Parteien fast, dann teilt sich das halt anders auf. Und jetzt hat es umgedreht. Jetzt haben wir plötzlich eine Aufsplitterung des Mitte-Links-Spektrums, was natürlich für alle Linksparteien schwierig ist. Das muss man offen sagen. Da beneide ich sie nicht. Es wird ein sehr schwieriges
In anderen Ländern hat es zu massiven Verwerfungen geführt. Denkt man an Frankreich, denkt man an Italien. Also die Sozialdemokratie kam überall schwerst unter die Räder, muss man sagen, ist einstellig, knapp zweistellig. Das heißt, da hat sie schon was getan. Und natürlich müssen alle Alarmzeichen hier bei der SPÖ läuten, weil gut schaut das nicht aus. Und jetzt lege ich noch eins drauf. Ich glaube gar nicht, dass das Ende der Fahnenstange ist, sondern da kommt schon noch der eine oder andere wieder um die Ecken. Je nachdem, wann der Wahltermin ist, kommen wir noch dazu. Ist er früher, wird schwierig, auch für Bogo. Ist er erst im Herbst, kann sein, dass da noch einiges dazukommt, weil wir haben ja in Wahrheit, ohne dass die Menschen wissen, oft 30, 40 Listen, die bei der Nationalratswahl versuchen zu kandidieren, schaffen tun sie es dann eh nicht, aber versuchen zu kandidieren, die firmieren dann immer unter andere. Aber vielleicht kommt der eine oder andere bunte Vogel von links oder her, dann hast du statt 5 auf einmal 8 Parteien. Ist ja alles möglich. Das schließe ich nicht aus. Nach heutigem Stand und nach heutigem Wissen können ja wir beide nur auf Erfahrungswerte der Vergangenheit schließen. Und die sagen, eine Nationalratswahl ist mit einer Bundespräsidentschaftswahl insofern nicht vergleichbar, weil das keine Spaßwahl ist. Die letzte Präsidentschaftswahl und auch die vorletzte und auch die davor war im Großen und Ganzen oft einmal eine Spaßwahl, zumindest im ersten Wahlgang, wo eben einige Spaßkandidaten, weil der letzten waren überhaupt nur Spaßkandidaten, die halt dann sie alle aufgefächert haben. Deswegen kann dort auch einer, der, wie der Herr Marco Bogo zum Beispiel, die Bildung vor sich herschiebt, sich ausbilden lässt ums ganze Geld, aber dann gar nicht in dem Zweig arbeitet als Mediziner, sondern Musiker wird, bleibt ihm unbenommen, gescheit ist das aber nicht, denn er sollte ja dem Land was zurückgeben, dann kriegt so einer halt einmal 10%. Ich behaupte, das ist bei der Nationalratswahl nicht zu holen. Er wird ein paar Fans, ein paar Anhänger haben, aber auch ich glaube, den Einzug kann er nicht schaffen, weil es eben eine Nationalratswahl völlig andere Gesetze hat, weil wir in einer anderen Zeit leben, in einer sehr ernsten Zeit, wo es um Lösungen geht, wo es auch um Mehrheiten am Ende geht. Und daher wird es sehr schwierig sein. Aber es genügt ja auch, wenn er 2-3% macht. Die muss er auch von irgendwo holen. Und da bin ich ganz los, da bin ich nicht der Meinung, dass der irgendwo wem holt, nur weil die Bier trinken tun alle. Ja. Aber man muss ja daran messen, was er inhaltlich sagt. Und was er bisher gesagt hat, war zwar nicht viel, gebe ich da schon recht, aber das, was er gesagt hat, war prononziert linke Politik. Und daher fährt er halt dort in den linken Parteien hinein. Dass wir präzise sind. Ja. Was links bei der KPÖ ist, glaube ich, ist nur am leichtesten zu definieren, ja, ja, von ihrer Geschichte her. Ja. Was aktuell links ist mit ihren karitativen Politikansatz, müsste man auch noch in die Tiefe gehen. Was da dran liegt, ist aber egal. Die Neos sind rechte Mitte, linke Mitte. Die sind ein Mischmasch von allem. Die wissen es nicht so genau. Nein, rechte links, Mitte, linke Mitte. Ja. Die Grünen waren einmal linke Mitte. Die sind jetzt eigentlich die Mitläufer der ÖVP und machen auch rechte Mitte-Politik mit. Die FPÖ ist in der Tat rechts. Musst dann du besser definieren. Ja. Aber rechts und rechte Mitte. Die SPÖ ist hoffentlich linke Mitte, weil damit kann man am besten in der Mitte lukrieren. Und die ÖVP ist nicht erkennbar. Die ÖVP ist alles und nichts zugleich. Also die würde nicht einfach so zur rechten Mitte gehen. Ja, der Kahner probiert, rechte Mitte zu sein. Jetzt werden sie kommen mit sozialen Vorschlägen, wo sie eher die linke Mitte abdecken. Also die treffen sich ein bisschen mit den Neos, linke Mitte, rechte Mitte, 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 Mitte. Ja, das wird der Slogan sein, ja, zum Singen anfangen. Die ÖVP und die Neos. Also das ist, da kannst du keine Lager erkennen, weil das so ein Durcheinander ist. Und beim Bier traue ich mir nicht zu sagen, dass der einfach jetzt von den Wählern her hat der mehr rechte Mitte-Wähler als linke Mitte-Wähler, weil halt offensichtlich das Biertrinken so verteilt ist in Österreich. Aber dann werden wir noch genauer auf die Analyse eingehen müssen und die Politologen werden uns da sicherlich Stoff liefern. Schauen wir uns noch ganz kurz die Rohdaten an. Der ist an sich auch ein ziemlich ähnlicher Trend wie bei der Hochrechnung. Hier verliert allerdings die FPÖ bei den Rohdaten, ist jetzt bei 22%, die SPÖ in den Rohdaten bei 17%, die ÖVP kommt auf 14%, Grüne bei 8, Neos bei 6, KPÖ 2, Bier in den Rohdaten bei 6. Und da finde ich aber interessant, bei denen, die bisher gesagt haben, keine dieser Parteien, 25%, kaum Veränderung, nur minus 1. Das war ja auch immer so ein bisschen eine mehr oder zumindest eine Hypothese, die aufgestellt wurde, die Bierpartei, die wird vor allem nicht Wähler dazu bringen zu wählen. Zumindest wenn man nach den Zahlen geht, ist das mal nicht der Fall. Ja, wie gesagt, ich würde da jetzt noch nicht so viel hineininterpretieren. Ich bleibe dabei, auch wenn es der Werner Beutelmeier, schöne Grüße, ich habe einen großen Respekt vor ihm,
aber er hat halt versucht zu erklären, wie das so ist mit Rohdaten und Hochrechnungen. Ganz habe ich es noch immer nicht verstanden. Er hat angeboten, dass er mit Ihnen es durchrechnet. Ich würde ihn wirklich einladen, vielleicht kommt er nächste Woche ja, und diskutiert mit uns mit. Aber auch hier ist ja wieder schwer zu erklären, dass die Bierpartei als einzige Partei, nur die KPÖ auch noch, aber jetzt als ernst zu nehmen da bei den Daten, die Bierpartei als einzige gleich viel hat in der Rohdaten wie hochgerechnet. Das heißt, die macht 6% in den Rohdaten und kriegt 0 hochgerechnet. Irgendwie ist ja das auch merkwürdig. Andere Parteien kriegen 8%, 7%, 5%. Also das ist ein bisschen Hokuspokus auch, ist ja in Ordnung, dass jeder Hochrechner rechnet das anders. Wir sehen im Moment ein ziemlich stabiles Bild, interessanterweise. Die Bierpartei holt nichts von den Unentschlossenen, auch spannend, muss man sagen, sondern wie gesagt, hat halt jetzt einmal einen gewissen Neuigkeitseffekt. Und das ist interessant, sie holt halt da ein bisschen was von allen weg, weil sie halt neu sind, aber im Wesentlichen, und das ist der Punkt, es geht ja gar nicht um links, links, rechts, rechts, links. Übrigens gibt es da einen guten Spruch, weißt du eigentlich, wie man rechts wird in dem Land? Du wirst nicht rechts, weil du einen Rechten zuhörst, sondern du wirst rechts, wenn du den Linken zuhörst, dann wird es rechts, wenn du seine Ideen nachhörst. Und da gibt es jetzt viele Varianten, dass man Linken zuhört, wenn ich da habe 5 Parteien zur Auswahl. Das heißt, potenziell, je mehr linke Parteien, desto stärker wird eigentlich das rechte Lager. So sehe ich das. Aber ist ja etwas anderes. Gemessen wird das ja an Inhalten. Ja? Und wenn man jetzt bei der Zuwanderungsfrage die Inhalte anschaut, dann gibt es halt Parteien, die der Multikulturalität die sozusagen nachreden und sagen, kommt's nur und juhu, das schöne Leben und am besten noch mehr eine. Und da gehört der Herr Bogo halt dazu, da gehören die Grünen dazu, da gehört die KPÖ dazu, da gehört die SPÖ dazu, da gehören Teile der NEOS dazu. Und interessanterweise natürlich auch Teile der ÖVP, die im Moment verstummen, weil es halt nicht sehr opportun ist und weil es halt nicht sehr populär ist, jetzt noch mehr Zuwanderung zu schreien. Aber natürlich, die Linkskatholiken in der ÖVP, das sind die Ersten, die sie beim Willkommensklatschen im 15er Jahr am Bahnhof gestellt haben und die Zuwanderer, die Terroristen, die da angekommen sind, nicht alle, aber viele, beklatscht haben. Also das darf man nicht vergessen. Und da ist halt die FPÖ offenbar die einzige Kraft, die da ein bisschen eine andere Meinung hat, was auch gut ist, weil sonst würde ja der Kanzler in seiner morgigen Rede nicht 1:1 freiheitliche Politik übernehmen. Das finde ich ja lustig. Kanzlerrede ist ein gutes Stichwort. Wir kommen zur Kanzlerfrage. Zuerst auch hier die Hochrechnung. Herbert Kickl in der Hochrechnung plus 1 ist jetzt schon bei 29%, die ihn direkt zum Kanzler wählen würden. Karl Nehammer hochgerechnet bei 24%, Andreas Babler bei 20%, Beate Meindl-Reisinger bei 7%. Jingsi bei 10, Werner Kogler bei 7 und Dominik Vlatznik käme auf 10%. Und da würde ich jetzt gleich zu den Rohdaten gehen, weil das ist schon interessant. In der Woche, wo der Kanzler seine Rede hält, wo er eigentlich alle Schlagzeilen dominiert, muss man sagen, seit Tagen mit den kleinen Vorankündigungen rund um seine Rede, die rauskommen, sieht es in den Rohdaten folgendermaßen aus. Herbert Kickl ist hier bei 19%, minus 1, Andreas Babler bei 13%, auch minus 1, aber Karl Nehammer verliert innerhalb einer Woche 3 Prozentpunkte, ist nur noch bei 15%, damit jetzt schon fast gleich auf mit Andreas Babler. Da hinten ist das Feld relativ ähnlich, 36%, vielleicht noch interessant ist an keiner dieser Kandidaten. Aber irgendwas dürfte der Kanzler in der Woche nicht ganz richtig gehen. Ja, mit dem Gender-Schmäh, mit dem er gekommen ist und sagt, die Punkte weg und die Beistriche und den Bindestrich. Die Leitung sagt, er will uns am Arm nehmen. Ich war an das Problem, ich habe gerade die Stromrechnung gesehen und der hat gesagt, was hilft mir die Stromrechnung, wenn du 2 Punkte sind oder wenn ich dort sozusagen das Binnen-I habe. Ja. Also, das war komisch, das hat ihm sicher geschadet. Er hat überhaupt Vorsätze gemacht, die ihm ziemlich geschadet haben. Und er glaubt, dass er das mit der Rede morgen wieder aufholen kann. Ich glaube es nicht, ja, weil er hat ja schon ziemlich viel an Inhalten hinauslassen, häppchenweise, was auch ein komischer Ort ist, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber gut, ich muss noch etwas hinzufügen. Der Marco Bogo hat natürlich vorhin auch einen Schmäh, ja. In Wahrheit hätte er sich am liebsten Marco Polo genannt. Ja, der Entdecker, der Kaufmann, der Erfolgreiche, die Geschichte. Das hat er sich nicht getraut, das ist der Marco Pogo. Und der liegt aber da jetzt bei 7% in den Rohdaten. Das ist auch für den Staat relativ viel. Da hat er mehr als die Meindl-Reisinger, mehr als der Kogler. Mehr als der Kogler haben ist keine große Kunst, aber ja, trotzdem, naja, immerhin der Vizekanzler. Also das hat er. Und da muss man ein Auge drauf werfen,
warum ist das so? Ja, und das ist halt diese Neuigkeitsgeschichte, ein bisschen die Spaßgeschichte, ein bisschen einer, der halt einmal die Mächtigen ärgert. Ja, und mit dem kann er natürlich buchstäblich auch aus den Protestparteien und aus den alternativen Parteien natürlich Stimmen lukrieren, wie bei der Bundespräsidentenwahl. Darum habe ich ja das vorhin geschildert, wo er da von den Neos-Grünen und von den Freiheitlichen die Stimmen gekriegt hat und bei der SPÖ halt auch. Ja, von der ÖVP kann ich das noch nicht so genau sagen, da habe ich noch keine Daten, das werden wir sicherlich auch noch herausfinden, ob es da eine entsprechende Neigung dazu gibt. Aber berühmt ist die ganze Liste nicht, weil 36% plus 1%, obwohl jetzt gerade der Bogo kommt, 1%, die sagen noch gar keinen von denen. Ich frage mich, wen wollen die dann eigentlich? Das war eine interessante Untersuchung. Ja, wer ist dann der Erlöser? Oder wer ist derjenige, der kommt und wo man sagen, ah, genau auf den wartet jetzt seit 15 Jahren. Ich will ihn einfach. Ja, vielleicht bist das du, Peter. Ja, wollte gerade sagen, oder du. Also jedenfalls, das ist eine etwas komische Geschichte, die wir da letztendlich also sehen. Und Kanzlerfrage ist natürlich immer so eine Sache, aber das wird eine große Rolle spielen. Und der Nehammer wird natürlich am Freitag auftreten mit dem Anspruch, ich will Kanzler bleiben. Das ist eine gefährliche politische Drohung natürlich, weil dann geht das ganze Theater weiter, was wir da immer schon kritisieren. Aber das wird er morgen machen und er wird nur ein paar so an Inhalten hinzufügen, um das zu untermauern oder oder dass er dann nach der Rede vielleicht noch weiter aufrutscht. Das kann nämlich auch sein, dass die sagen, der hält uns wirklich am Schmäh. Ja? Mhm. Weil was wird er morgen noch sagen? Ja? Also da bin ich echt gespannt. Außerdem macht er eine Ansage gegen die Grünen und überhaupt gegen die ganze Welt. Vielleicht, dass das was bringt, aber ehrlich gesagt, diese Inaktivität auch außenpolitisch, was man da jetzt alles machen könnte, nichts, einfach nichts. Ja. Enttäuschend, aber das hebe ich mir für morgen auf bei der Analyse. Vielleicht überrascht er mich, ich bin da ganz objektiv und fair, aber im Endeffekt, wie gesagt, weiß nicht, ist der Bonus des Beginnenden, deswegen hat er 7% oder in der Hochrechnung 10%, der hat jetzt Luft nach unten und das werden wir sicherlich noch diskutieren können. Warum verliert der Nehammer so stark in dieser Woche Ihrer Meinung nach? Sind es anscheinend doch nicht die richtigen Themen oder ist es halt nichts Neues, was dabei ist? Was? Weil ein guter alter Spruch in der Politik und auch in der Meinungsforschung gilt, man erkennt die Absicht und ist verstimmt und wendet sich ab. Und ich glaube, dass das überzogen haben. Ich glaube, dass diese sonderbare Strategie, häppchenweise jetzt den Menschen irgendwelche, den Medien vor allem, man hat ja eigentlich die Medien verarscht in Wahrheit. Man hat ihnen häppchenweise was gegeben, damit sie was schreiben, wissend, dass der Nehammer bei der Rede alles vernuschelt, daher haben sie gewusst, sie dann vorher die... Und der Punkt ist, die Menschen durchschauen, dass das nichts anderes ist wie eine groß angelegte Volksverdummungsaktion. So muss man doch einmal sagen, diese Rede. Warum? Weil alles das, was er morgen verspricht oder plötzlich aufzählt, ja, er schon längst machen hätte können. Es bleibt dabei. Er ist Kanzler der Republik seit Jahren, vorher Innenminister in der ganzen Zuwanderungsfrage. Und alles das, was ihm jetzt einfällt, hat er jetzt für einen Zaun gebracht. Das glaubt ihm kein Mensch. Und jetzt, weil es gerade gut ist und weil er sieht, die freiheitliche Zuwanderungspolitik ist gut, übernimmt er sie und sagt, das ist jetzt meine Idee. Und das ist halt unglaubwürdig. Wenn ich Jahr und Tag das Gegenteil davon gemacht habe, Jahr und Tag die Asylzahlen aufgeschraubt habe, Jahr und Tag den Zuwanderern das Geld in die Hand gegeben habe und jetzt plötzlich so kein Geld mehr, das glaubt einem keiner. Es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit und die ÖVP macht das ja vor jeder Wahl. Nämlich, sie blinkt rechts. Und wenn die Wahl dann vorbei ist, biegt sie links ab und macht eine Koalition mit Linken. Und das geht den Menschen halt schon auf die Nerven, weil es unehrlich ist. Und diese unehrliche Politik wird da massiv abgestraft. Entschuldigung, minus 3%. Der Kanzler ist nur mehr bei 15% in den Rotdaten. Der Kanzlerfrage ist verheerend. Also da ist ja der Bogo schon bei der Hälfte. Das muss man sich vorstellen. Unfassbar. Genau, mindestens genauso verheerend ist ja das für die der Meindl-Reisinger und für den Kogler, dass die plötzlich hinter dem Bogo fallen in der Kanzlerfrage. Die gibt es ja gar nicht mehr, die zwei. Normalerweise muss die sofort austauschen und dann einen Spitzenkandidaten suchen. Ist ja eigentlich unfassbar. Und beim Nehammer ist es die Glaubwürdigkeit. Und er wird mit dieser Rede am Morgen nichts drehen. Das glauben die ja jetzt. Diese Rede soll ja das große Sprungbrett für vorgezogen
bei den Neuwahlen sein. Da haben sie sich wirklich geschnitten, weil erstens wird da das nicht ernst genommen, es wird ihm die Glaubwürdigkeit nicht zugänglich. Und es ist morgen das, was ich, das muss ich jetzt wiederholen, ich habe das gestern auch schon gesagt, das kann nur als Selbstanklage aufgefasst werden. Alle diese Punkte, die er morgen fordert, teilweise abgekuppert von der FPÖ, ist ja an sich selbst gerichtet. Selbstanklage, was habe ich alles nicht umgesetzt als Kanzler. Daher geht das auch schief. Und ich traue mich fast wetten, dass auch, und trotz des großen medialen Niederschlags, oder vielleicht genau deswegen, weil die Leute sich am Kopf greifen und sagen, der ist Bundeskanzler, warum hat er denn das nicht gemacht, dass auch nächste Woche die Umfragen nicht steigen werden, dass sie sich maximal stabilisieren werden auf tiefem Niveau. Das wird ja dann die wirklich spannende Frage, ob diese Rede dann irgendwelche Auswirkungen nächste Woche auf die Umfragen hat. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann kommen wir gleich zurück und dann sprechen wir über die neuesten, heißesten Gerüchte rund um den Wahltermin. Da verdichtet sich nämlich ein möglicher vorgezogener Wahltermin doch im Frühjahr, wann der ist und wie das aussieht und wer davon profitieren könnte oder vielleicht auch nicht. Darüber sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Werbepause. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das OE24TV Wahlbarometer. Schönen guten Abend, willkommen zurück auf OE24TV bei unserem Wahlbarometer am Donnerstag. Die Umfrage haben wir uns gerade angeschaut mit dem Professor Beutelmeier und jetzt analysieren wir sie wie jeden Donnerstag. Heute in einer Zweierrunde oder mit mir sind es drei. Josef Czaap und Peter Westenthaler sind wieder da. Maria Rochkal hat heute entschuldigt, die ist dann morgen im Studio mit den beiden Herren. Da wird dann die Rede von Bundeskanzler Karl Nehammer noch einmal im Detail unter die Lupe genommen. Aber als erstes schauen wir uns die Sonntagsfrage an und analysieren ein bisschen, wie sich denn die Bierpartei so auswirkt. Noch einmal kurz zusammengefasst die Ergebnisse. Die FPÖ bleibt bei 26% wie in der Vorwoche, damit weiter auf Platz 1. Die SPÖ minus 1 bei 23%, ÖVP minus 1 bei 22%, also hier ein Duell um den zweiten Platz. Neos verlieren ebenfalls einen Prozentpunkt, sind bei 10, Grüne minus 1, 9, KPÖ minus 1, 2 und so wie ein kleines Eichhörnchen, das sich bei jeder Partei ein bisschen was holt, die Bierpartei mit 6% steigt sie ein und würde damit direkt in den Nationalrat einziehen, der Vollständigkeit halber, andere kämen noch auf 2%. Bierpartei bei 6%, vielleicht starten wir gleich damit. Ist das ein Ergebnis, mit dem Sie gerechnet haben? Überrascht Sie das oder hätte es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr sein können? Nein, es überrascht mich nicht. Ich vergleiche immer geschichtliche, historische Ereignisse mit heutigen und ich habe mir die Mühe gemacht und habe mir angeschaut, im Jahr 98 hat Richard Lugner für die Bundespräsidentschaftswahl kandidiert und hat in etwa das gemacht, was der Marco Bogo gemacht hat, also um die 10% in ganz Österreich und ein Jahr später hat er sein Projekt der Du-Partei, nämlich die Unabhängigen, dann in die Nationalratswahl geschickt und interessanterweise bei den ersten Umfragen war er genau dort, wo die Bierpartei heute ist, nämlich auch bei 6%. Geworden sind es dann 1% bei der Nationalratswahl. Und so ähnlich muss man das auch einschätzen. Also der ist jetzt natürlich überbewertet, weil neu, logisch. Jeder, der neu ist, hat immer ein bisschen einen Vorteil. Man soll das nicht überbewerten. Aus der Sicht der Freiheitlichen, also wenn das heute die Freiheitlichen sehen, dann können sie sehr zufrieden sein, weil sowas hat es überhaupt noch nicht gegeben, dass eigentlich alle Parteien ein Minus haben, jetzt ausgenommen die Bierpartei, alle Parteien ein Minus haben, sogar die anderen und die Freiheitlichen stabil jetzt auf Nummer 1 wieder sind, wieder mit einem größeren Abstand als beim letzten Mal. Das ist recht interessant auch. In Wahrheit hat sich nicht sehr viel bewegt, aber man sieht schon, dass die Bierpartei, so wird sie eingeschätzt von allen Experten, jetzt den Politexperten, aber auch den journalistischen Experten, ist ein linkes Projekt. Ist auch inhaltlich links mit all den Ansagen, die er gemacht hat, mit Multikulti, den er da ansagt, der Herr Bogo. Er ist auch verortet eher Mitte links oder auch manchmal in manchen Bereichen auch ganz links. Und natürlich fischt er hauptsächlich hier ab von den linken Parteien, im Wesentlichen Grüne, KPÖ, 1% auch von der SPÖ. Man soll es alles noch nicht überbewerten. Wie gesagt, das ist alles sehr, sehr neu.
Aber natürlich ist das eine weitere Konkurrenz, diese Bierpartei im Mitte-Links-Spektrum. Und wenn man sich das im Parteienspektrum anschaut, ja, dann haben wir mit SPÖ, Grünen, Neos, KPÖ und Bier dann mittlerweile 5 Parteien Mitte-Links und 2 Mitte-Rechts. Das heißt, es wird relativ eng links der Mitte. Und das ist vielleicht auch dieser Wink, der da daherkommt. Aber noch einmal, alles mit großer Vorsicht zu genießen. Noch dazu, wir kennen keinen Wahltermin. Da werden wir später noch drüber reden. Bierpartei, okay, ist neu. Aber ich bin da sehr skeptisch und vorsichtig, was die Partei betrifft. Herr Czapp, letzte Woche haben wir ja schon ein bisschen gemutmaßt, wo die Bierpartei überall Stimmen abgraben könnte. Jetzt hat sie bei jedem ein bisschen was, vor allem bei den linkeren Parteien, muss man sagen. Allerdings bei der SPÖ unter Anführungszeichen auch nur einen Prozentpunkt. Ja, hätte schlimmer sein können eigentlich, oder? Naja, immer angeschaut, es hat eine Untersuchung gegeben, wer aller die Bierpartei, in dem Fall den Kandidaten Mlaznik, bei der letzten Bundespräsidentenwahl 2022 gewählt hat. Und da ist dann gestanden, Neos haben, also 23% seiner Wähler sind von den Neos gekommen, 21% von den Grünen, 17% von den Freiheitlichen, 12% von der SPÖ und der Rest von irgendwo. Das heißt, im Prinzip räumt er überall ab, wenn er abräumt, ja, links, rechts, Neos ist ja nicht links, ja, die sind wirtschaftsliberal, also die kannst du da gar nicht in den Topf reinhauen. Die KPÖ ist gleich bezeichnenderweise runtergegangen. Bier trinken in Österreich ist weder links noch rechts. Bier trinken musst du in der Mitte machen, weil sonst rennst du rechts runter oder links runter. Also Bier trinken ist einfach Bier. Und da ist schwer vorauszusehen, wie wird das dann wirklich laufen. Also wenn du frisch startest und 6%, hätte man eigentlich mehr erwartet, ja, für das Tamtam, was da gewesen ist. Und er braucht 20.000 Mitglieder und er braucht 1 Million und was weiß ich was. Vielleicht geht ihm eh die Luft aus auf dem Weg, ja, bis hin, dass er kandidiert. Also überraschend ist, dass es eher so schwach beginnt. Die restlichen Bewegungen bei den Parteien, ja, dass die Grünen Bier trinken, wissen wir. Dass bei den Neos, die bleiben bei ihren 10%, und die erben vor allem von der ÖVP. Das ist in Wahrheit ein Reservelager für ÖVP-Wähler zu einem großen Teil. Die Neos kommen ja auch von dort. Und FPÖ bleibt natürlich im Moment nach wie vor an der Spitze. Also das ist die Situation. Aber das heißt, Sie sehen es ähnlich wie der Peter Westenthaler, dass dieser gelbe Stern, wie er ja auch bei der Umfrage bei uns abgebildet wird, eher schnell wieder verglühen könnte. Peter Westenthaler hat die Parallele zu Richard Lugnert auch gezogen. Ja, das sehe ich exakt genauso, weil ich meine, es ist auf die Dauer auch kein Programm. Ja. Er hat so ein bisschen aufgefettet, sein Programm mit 3, 4 sozialen Forderungen. Jeder fragt sich, wie will er das umsetzen? Ja. Wie? Mit wem? Das ist ja in der Politik, ist er jetzt aufgrund der heutigen Zeit, ja, mit den vielen Kriegen, mit den vielen wirtschaftlichen Problemen, mit der Teuerung und dieses, diese Inkompetenz der Bundesregierung, mit den Strompreisen, die man immer noch belastend sind und. Das sind lauter Herausforderungen. Da musst du tief eingreifen in das politische System in Österreich, musst auch gescheite Mehrheiten im Parlament zustande bringen und brauchst eine mutige Regierung, die gestaltungsbereit ist. Was will jetzt die Bierpartei gestalten? Ich tue es nicht runtermachen. Ich finde, jeder hat das Recht zu kandidieren. Und wenn er sagt, ja, ich bin da von den Biertrinkern motiviert worden, dass ich eine Bierpartei mache, sage ich, es ist in Ordnung, warum soll ich das nicht machen? Also das ist schon alles okay. Aber es ist irgendwie so, dass ich glaube, am Ende des Tages wird er nicht einmal 3% haben und wird auf die Art nirgends reinkommen, die KPÖ sowieso nicht. Und die Neos, ja, wenn die ÖVP weiter so schwächelt, werden die Neos weiter auf 10% bleiben. Das haben sie mich eh gut bedient in Wahrheit. Und die Grünen, ja, die haben die Hardcore-Grünen, also denen kann es nicht grün genug sein. Das ist halt ganz eine eigene Weltanschauungsgruppe, die das mag, dass man sie ein bisschen, wie soll man sagen, ich wollte nicht sagen, zur Elektro-Tankstelle hinpeitscht, aber die halt ein bisschen das Härtere wollen, die sind sozusagen. Die sind mit 9% dann eh noch gut bedient. Und in dem Zusammenhang, die müssen für das ganze Desaster der Bundesregierung den Kopf hinhalten. Das muss man schon auch sehen. Sie dann sich auch nicht distanzieren davon. Sie vertreten das auch. Und die Frage ist, wie geht es jetzt weiter mit der Bierpartei?
wenn wir dann wieder da sitzen und die sind dann unter 4%. Was interessant ist, wenn wir uns diese zwei Lager anschauen, wenn wir auf der einen Seite das Lager rechts der Mitte, ÖVP, FPÖ bei 48% und wir haben, wenn man das linke Lager zusammenzählt mit der KPÖ, 50% im linken Lager. Das ist ja das, was Sie angesprochen haben, dass sich dieses linke Lager derzeit so aufsplittet, oder? Richtig. Es ist deshalb interessant, weil sich hier Geschichte umdreht. Ich meine, man sollte nicht vergessen, es war eines der deklariertesten Ziele eines der erfolgreichsten Politiker, einer der erfolgreichsten Politiker in Österreich, Bruno Kreisky, der immer gesagt hat, wenn man links gewinnen will, dann muss man rechts spalten. Da muss es möglichst viel Parteien rechts der Mitte geben. Und so war es ja auch in der Geschichte sehr, sehr oft. Es sind immer wieder irgendwelche Glücksritter daherkommen, die sich auch, weil er die Politik die richtige ist, die Mitte-Rechtspolitik in Sicherheitsfragen, Ordnungsfragen etc. Und wir wissen, in Österreich hat es bisher noch nie eine Mitte-Links-Mehrheit gegeben. Ich gehe davon aus, dass es das nach der nächsten Wahl nicht gibt. Auch das sieht man ja auch hier in diesen Zahlen, weil wenn fünf Parteien keine Mehrheit über 50% zusammenbringen, aber zwei Parteien fast, dann teilt sich das halt anders auf. Und jetzt hat es umgedreht. Jetzt haben wir plötzlich eine Aufsplitterung des Mitte-Links-Spektrums, was natürlich für alle Linksparteien schwierig ist. Das muss man offen sagen. Da beneide ich sie nicht. Es wird ein sehr schwieriges. In anderen Ländern hat es zu massiven Verwerfungen geführt. Denkt man an Frankreich, denkt man an Italien. Also die Sozialdemokratie kam überall schwerst unter die Räder, muss man sagen. Ist einstellig, knapp zweistellig. Das heißt, da hat sich schon was getan. Und natürlich müssen alle Alarmzeichen hier bei der SPÖ läuten, weil gut schaut das nicht aus. Und jetzt lege ich noch eins drauf. Ich glaube gar nicht, dass das Ende der Fahnenstange ist, sondern da kommt schon noch der eine oder andere wieder um die Ecken. Je nachdem, wann der Wahltermin ist, kommen wir noch dazu. Ist er früher, wird schwierig, auch für Bogo. Ist er erst im Herbst, kann sein, dass da noch einiges dazukommt, weil wir haben ja in Wahrheit, ohne dass die Menschen wissen, oft 30, 40 Listen, die bei der Nationalratswahl versuchen zu kandidieren, schaffen tun sie es dann eh nicht, aber versuchen zu kandidieren, die firmieren dann immer unter andere. Aber vielleicht kommt der eine oder andere bunte Vogel von links oder her, dann hast du statt fünf auf einmal acht Parteien. Ist ja alles möglich. Das schließe ich nicht aus. Nach heutigem Stand und nach heutigem Wissen können ja wir beide nur auf Erfahrungswerte der Vergangenheit schließen. Und die sagen, eine Nationalratswahl ist mit einer Bundespräsidentschaftswahl insofern nicht vergleichbar, weil das keine Spaßwahl ist. Die letzte Präsidentschaftswahl und auch die vorletzte und auch die davor war im Großen und Ganzen oft einmal eine Spaßwahl, zumindest im ersten Wahlgang, wo eben einige Spaßkandidaten, weil der letzten waren überhaupt nur Spaßkandidaten, die halt dann sie alle aufgefächert haben. Deswegen kann dort auch einer, der, wie der Herr Marco Bogo zum Beispiel die Bildung vor sich herschiebt, sich ausbilden lässt ums ganze Geld, aber dann gar nicht in dem Zweig arbeitet als Mediziner, sondern Musiker wird, bleibt ihm unbenommen, gescheit ist das aber nicht, denn er sollte ja dem Land was zurückgeben, dann kriegt so einer halt einmal 10%. Ich behaupte, das ist bei der Nationalratswahl nicht zu holen. Er wird ein paar Fans, ein paar Anhänger haben, aber auch ich glaube, den Einzug kann er nicht schaffen, weil es eben eine Nationalratswahl völlig andere Gesetze hat, weil wir in einer anderen Zeit leben, in einer sehr ernsten Zeit, wo es um Lösungen geht, wo es auch um Mehrheiten am Ende geht. Und daher wird es sehr schwierig sein. Aber es genügt ja auch, wenn er 2-3% macht, die muss er auch von irgendwo holen. Und da bin ich ganz schluss, da bin ich nicht der Meinung, dass der irgendwo wem holt, nur weil die Bier trinken tun alle, ja. Aber man muss ja ihn daran messen, was er inhaltlich sagt. Und was er bisher gesagt hat, war zwar nicht viel, gebe ich da schon recht, aber das, was er gesagt hat, war prononziert linke Politik. Und daher fährt er halt dort in den linken Parteien hinein. Dass wir präzise sind. Ja. Was links bei der KPÖ ist, glaube ich, ist nur am leichtesten zu definieren, ja, ja. Von ihrer Geschichte her. Ja. Was aktuell links ist mit ihren karitativen Politikansatz, müsste man auch noch in die Tiefe gehen. Was da dran liegt, ist aber egal. Die Neos sind rechte Mitte, linke Mitte. Die sind ein Mischmasch von allem. Die wissen es nicht so genau. Nein, rechte links, Mitte, linke ja. Mitte. Ja. Die Grünen waren einmal linke Mitte. Die sind jetzt eigentlich die Mitläufer der ÖVP und machen auch rechte Mitte-Politik mit. Die FPÖ ist in der Tat rechts. Musst dann du besser definieren, ja. Aber rechts und rechte Mitte. Die SPÖ ist hoffentlich linke Mitte, weil damit kann man am besten in der Mitte lukrieren. Und die ÖVP ist nicht erkennbar.
Die ÖVP ist alles und nichts zugleich. Also die würde nicht einfach so zur rechten Mitte gehen. Ja, der Kahner probiert, rechte Mitte zu sein. Jetzt werden sie kommen mit sozialen Vorschlägen, wo sie eher die linke Mitte abdecken. Also die treffen sich ein bisschen mit den Neos, linke Mitte, rechte Mitte, 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 Mitte. Ja. Das wird der Slogan sein, ja, zum Singen anfangen. Die ÖVP und die Neos. Also das ist, da kannst du keine Lager erkennen, weil das so ein Durcheinander ist. Und beim Bier traue ich mir nicht zu sagen, dass der einfach jetzt von den Wählern her hat der mehr rechte Mitte-Wähler als linke Mitte-Wähler, weil halt offensichtlich das Biertrinken so verteilt ist in Österreich. Aber dann werden wir noch genau auf die Analyse eingehen müssen und die Politik Politologen werden uns da sicherlich Stoff liefern. Schauen wir uns noch ganz kurz die Rohdaten an. Der ist an sich auch ein ziemlich ähnlicher Trend wie bei der Hochrechnung. Hier verliert allerdings die FPÖ bei den Rohdaten, ist jetzt bei 22%, die SPÖ in den Rohdaten bei 17%, die ÖVP kommt auf 14%, Grüne bei 8, Neos bei 6, KPÖ 2, Bier in den Rohdaten bei 6. Und da finde ich aber interessant, bei denen, die bisher gesagt haben, keine dieser Parteien, 25%, kaum Veränderung, nur minus 1. Das war ja auch immer so ein bisschen eine mehr oder zumindest eine Hypothese, die aufgestellt wurde, die Bierpartei, die wird vor allem Nichtwähler dazu bringen zu wählen. Zumindest wenn man nach den Zahlen geht, ist das mal nicht der Fall. Ja, wie gesagt, ich würde da jetzt noch nicht so viel hineininterpretieren. Ich bleibe dabei, auch wenn es der Werner Beutelmeier, schöne Grüße, ich habe einen großen Respekt vor ihm, aber er hat halt versucht zu erklären, wie das so ist mit Rohdaten und Hochrechnungen. Ganz habe ich es nicht, nur immer nicht verstanden. Er hat angeboten, dass er mit Ihnen es durchrechnet. Ich würde ihn wirklich einladen, vielleicht kommt er nächste Woche und diskutiert mit uns mit. Aber auch hier ist ja wieder schwer zu erklären, dass die Bierpartei als einzige Partei, ja, die KPÖ auch noch, aber jetzt als ernst zu nehmen da bei den Daten, die Bierpartei als einzige gleich viel hat in der Rohdaten wie hochgerechnet. Das heißt, die macht 6% in den Rohdaten und kriegt 0 hochgerechnet. Irgendwie ist ja das auch merkwürdig. Andere Parteien kriegen 8%, 7%, 5%. Also das ist ein bisschen Hokuspokus auch, ist ja in Ordnung, dass jeder Hochrechner rechnet das anders. Wir sehen im Moment ein ziemlich stabiles Bild, interessanterweise. Die Bierpartei holt nichts von den Unentschlossenen, auch spannend, muss man sagen, sondern wie gesagt, hat halt jetzt einmal einen gewissen Neuigkeitseffekt. Und das ist interessant, sie holt halt da ein bisschen was von allen weg, weil sie halt neu sind, aber im Wesentlichen, und das ist der Punkt, es geht ja gar nicht um links, rechts, übrigens gibt es da einen guten Spruch, weißt du eigentlich, wie man rechts wird in dem Land? Du wirst nicht rechts, weil du einen Rechten zuhörst, sondern du wirst rechts, wenn du den Linken zuhörst, dann wird es rechts, weil wenn du seine Ideen nachhörst, und da gibt es jetzt viele Varianten, dass man Linken zuhört, wenn ich da habe 5 Parteien zur Auswahl, das heißt, potenziell, je mehr linke Parteien, desto stärker wird eigentlich das rechte Lager, so sehe ich das, aber ist ja etwas anderes, gemessen wird das ja an Inhalten, ja? Und wenn man jetzt bei der Zuwanderungsfrage die Inhalte anschaut, dann gibt es halt Parteien, die der Multikulturalität die sozusagen nachreden und sagen, kommt's nur und juhu, das schöne Leben und am besten noch mehr eine. Und da gehört der Herr Bogo halt dazu, da gehören die Grünen dazu, da gehört die KPÖ dazu, da gehört die SPÖ dazu, da gehören Teile der Neos dazu. Und interessanterweise natürlich auch Teile der ÖVP, die ist im Moment verstummen, weil es halt nicht sehr opportun ist und weil es halt nicht sehr populär ist, jetzt noch mehr Zuwanderung zu schreien. Aber natürlich, die Linkskatholiken in der ÖVP, das sind die Ersten, die sich beim Willkommensklatschen im 15er Jahr am Bahnhof gestellt haben und die Zuwanderer, die Terroristen, die da angekommen sind, nicht alle, aber viele, beklatscht haben. Also das darf man nicht vergessen. Und da ist halt die FPÖ offenbar die einzige Kraft, die da ein bisschen eine andere Meinung hat, was auch gut ist, weil sonst würde ja der Kanzler in seiner morgigen Rede nicht 1:1 freiheitliche Politik übernehmen. Das finde ich ja lustig. Kanzlerrede ist ein gutes Stichwort. Wir kommen zur Kanzlerfrage. Zuerst auch hier die Hochrechnung. Herbert Kickl in der Hochrechnung plus 1 ist jetzt schon bei 29%, die ihn direkt zum Kanzler wählen würden. Karl Nehammer hochgerechnet bei 24%, Andreas Babler bei 20%, Beate Meindl-Reisinger bei 7%. Jingsi bei 10, Werner Kogler bei 7 und Dominik Vlatsny käme auf 10%. Und da würde ich jetzt gleich zu den Rohdaten gehen, weil das ist schon interessant. In der Woche, wo der Kanzler seine Rede hält, wo er eigentlich alle Schlagzeilen dominiert, muss man sagen, seit Tagen mit den kleinen
Vorankündigungen rund um seine Rede, die rauskommen, sieht es in den Rohdaten folgendermaßen aus. Herbert Kickl ist hier bei 19%, minus 1, Andreas Babler bei 13%, auch minus 1, aber Karl Nehammer verliert innerhalb einer Woche 3 Prozentpunkte, ist nur noch bei 15%, damit jetzt schon fast gleich auf mit Andreas Babler. Da hinten ist das Feld relativ ähnlich, 36% vielleicht noch interessant ist an keiner dieser Kandidaten. Aber irgendwas dürfte der Kanzler in der Woche nicht ganz richtig gehen. Ja, mit dem Gender-Schmäh, mit dem er gekommen ist und sagt, die Punkte weg und die Beistriche und den Bindestrich. Die Leitung sagt, er will uns am Arm nehmen. Ich habe ein anderes Problem. Ich habe gerade die Stromrechnung gesehen und der hat gesagt, was hilft mir die Stromrechnung, wenn du 2 Punkte sind oder wenn ich dort sozusagen das Binnen-I habe. Ja. Also, das war komisch, das hat ihm sicher geschadet. Er hat überhaupt Vorsätze gemacht, die ihm ziemlich geschadet haben. Und er glaubt, dass er das mit der Rede morgen wieder aufholen kann. Ich glaube es nicht, ja, weil er hat ja schon ziemlich viel an Inhalten hinauslassen, häppchenweise, was auch eine komische Art ist, muss ich ehrlicherweise sagen, aber gut. Ich muss noch etwas hinzufügen, der Marco Pogo hat natürlich vorhin auch einen Schmäh, ja. In Wahrheit hätte er sich am liebsten Marco Polo genannt. Ja, der Entdecker, der Kaufmann, der Erfolgreiche, die Geschichte. Das hat er sich nicht getraut, das ist der Marco Pogo. Und der liegt aber da jetzt bei 7% in den Rohdaten. Das ist auch für den Staat relativ viel. Da hat er mehr als die Meinl Reisinger, mehr als der Kogler. Mehr als der Kogler haben ist keine große Kunst, aber ja, trotzdem, naja, immerhin der Vizekanzler. Also das hat er. Und da muss man ein Auge drauf werfen, warum ist das so? Ja, und das ist halt diese Neuigkeitsgeschichte, ein bisschen die Spaßgeschichte, ein bisschen einer, der halt einmal die Mächtigen ärgert. Ja, und mit dem kann er natürlich buchstäblich auch aus den Protestparteien und aus den alternativen Parteien natürlich Stimmen lukrieren, wie bei der Bundespräsidentenwahl. Darum habe ich ja das vorhin geschildert, wo er da von den Neos-Grünen und von den Freiheitlichen die Stimmen gekriegt hat und bei der SPÖ halt auch. Ja, von der ÖVP kann ich das noch nicht so genau sagen, da habe ich noch keine Daten, das wird sicherlich auch noch herausfinden, ob es da eine entsprechende Neigung dazu gibt. Aber berühmt ist die ganze Liste nicht, weil 36% plus 1%, obwohl jetzt gerade der Pogo kommt, 1%, die sagen noch gar keinen von denen. Ich frage mich, wen wollen die dann eigentlich? Das war eine interessante Untersuchung. Ja, wer ist dann der Erlöser? Oder wer ist derjenige, der kommt und wo man sagen, ah, genau, auf den wartet jetzt seit 15 Jahren. Ich will ihn einfach. Ja, vielleicht bist das du, Peter. Ja, wollte gerade sagen, oder du. Also jedenfalls, das ist eine etwas komische Geschichte, die wir da letztendlich also sehen. Und Kanzlerfrage ist natürlich immer so eine Sache, aber das wird eine große Rolle spielen. Und der Nehammer wird natürlich am Freitag auftreten mit dem Anspruch, ich will Kanzler bleiben. Das ist eine gefährliche politische Drohung natürlich, weil dann geht das ganze Theater weiter, was wir da immer schon kritisieren. Aber das wird er morgen machen und er wird nur ein paar so an Inhalten hinzufügen, um das zu untermauern oder oder dass er dann nach der Rede vielleicht noch weiter aufrutscht. Das kann nämlich auch sein, dass die sagen, der hält uns wirklich am Schmäh. Ja? Mhm. Weil was wird er morgen noch sagen? Ja? Also da bin ich echt gespannt. Außerdem macht er eine Ansage gegen die Grünen und überhaupt gegen die ganze Welt. Vielleicht, dass das was bringt, aber ehrlich gesagt, diese Inaktivität auch außenpolitisch, was man da jetzt alles machen könnte, nichts, einfach nichts. Ja. Enttäuschend, aber das hebe ich mir für morgen auf bei der Analyse. Vielleicht überrascht er mich, ich bin da ganz objektiv und fair. Aber im Endeffekt, wie gesagt, weiß nicht, ist der Bonus des Beginnenden. Deswegen hat er 7% oder in der Hochrechnung 10%. Der hat jetzt Luft nach unten und das werden wir sicherlich noch diskutieren können. Warum verliert der Nehammer so stark in dieser Woche Ihrer Meinung nach? Sind es anscheinend doch nicht die richtigen Themen oder ist es halt nichts Neues, was dabei ist? Weil ein guter alter Spruch in der Politik und auch in der Meinungsforschung gilt, man erkennt die Absicht und ist verstimmt und wendet sich ab. Und ich glaube, dass sie das überzogen haben. Ich glaube, dass diese sonderbare Strategie häppchenweise jetzt den Menschen irgendwelche, den Medien vor allem, man hat ja eigentlich die Medien verarscht in Wahrheit. Man hat ihnen häppchenweise was gegeben, damit sie was schreiben. Wissen, dass der Nehammer bei der Rede alles vernuschelt, daher haben sie gewusst, sie stand vorher die. Und der Punkt ist, die Menschen durchschauen, dass das nichts anderes ist wie eine groß angelegte Volksverdummungsaktion. So muss man doch einmal sagen, diese Rede. Warum? Weil alles das, was er morgen verspricht oder plötzlich aufzählt,
ja, er schon längst machen hätte können. Es bleibt dabei. Er ist Kanzler der Republik seit Jahren, vorher Innenminister in der ganzen Zuwanderungsfrage. Und alles das, was ihm jetzt einfällt, hat er jetzt für einen Zaun gebracht. Das glaubt ihm kein Mensch. Und jetzt, weil es gerade gut ist und weil er sieht, die freiheitliche Zuwanderungspolitik ist gut, übernimmt er sie und sagt, das ist jetzt meine Idee. Und das ist halt unglaubwürdig. Wenn ich Jahr und Tag das Gegenteil davon gemacht habe, Jahr und Tag die Asylzahlen aufgeschraubt habe, Jahr und Tag den Zuwanderern das Geld in die Hand gegeben habe und jetzt plötzlich so kein Geld mehr, das glaubt ihm keiner. Es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit und die ÖVP macht das ja vor jeder Wahl. Nämlich, sie blinkt rechts und wenn die Wahl dann vorbei ist, biegt sie links ab und macht eine Koalition mit Linken. Und das geht den Menschen halt schon auf die Nerven, weil es unehrlich ist. Und diese unehrliche Politik wird da massiv abgestraft. Entschuldigung, -3%. Der Kanzler ist nur mal bei 15% in den Rohdaten. Der Kanzlerfrage ist verheerend. Also da ist ja der Bogo schon bei der Hälfte. Das muss man sich vorstellen. Unfassbar. Genau, mindestens genauso verheerend ist ja das für die der Meindl Reisinger und für den Kogler, dass die plötzlich hinter dem Bogo fallen in der Kanzlerfrage. Die gibt es ja gar nicht mehr, die zwei. Normalerweise muss die sofort austauschen und dann einen Spitzenkandidaten suchen. Ist ja eigentlich unfassbar. Und beim Nehammer ist es die Glaubwürdigkeit. Und er wird mit dieser Rede am Morgen nichts drehen. Das glauben die ja jetzt. Diese Rede soll ja das große Sprungbrett für vorgezogen sogar in Neuwahlen sein. Da haben sie sich wirklich geschnitten, weil erstens wird da das nicht ernst genommen, es wird ihm die Glaubwürdigkeit nicht zugehen und es ist morgen das, was ich, das muss ich jetzt wiederholen, ich habe das gestern auch schon gesagt, das kann nur als Selbstanklage aufgefasst werden. Alle diese Punkte, die er morgen fordert, teilweise abgekuppert von der FPÖ, ist ja an sich selbst gerichtet. Selbstanklage, was habe ich alles nicht umgesetzt als Kanzler. Daher geht das auch schief und ich traue mich fast wetten, dass er auch und trotz des großen medialen Niederschlags oder vielleicht genau deswegen, weil die Leute sich am Kopf greifen und sagen, der ist Bundeskanzler, warum hat er denn das nicht gemacht, dass auch nächste Woche die Umfragen nicht steigen werden, dass sie sich maximal stabilisieren werden auf tiefem Niveau. Das wird ja dann die wirklich spannende Frage, ob diese Rede dann irgendwelche Auswirkungen nächste Woche auf die Umfragen hat. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann kommen wir gleich zurück und dann sprechen wir über die neuesten, heißesten Gerüchte rund um den Wahltermin. Da verdichtet sich nämlich ein möglicher vorgezogener Wahltermin doch im Frühjahr, wann der ist und wie das aussieht und wer davon profitieren könnte oder vielleicht auch nicht. Darüber sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Werbepause. Fellner live. Das UI24TV-Wahlbarometer. Ja, schönen guten Abend. Willkommen zurück zu unserem Wahlbarometer. Heute mit Peter Westenthaler und Josef Czapp. Herr Czapp, zweite Runde würde ich gerne mit Ihnen beginnen. Es gibt jetzt immer mehr Gerüchte oder sich verdichtende Gerüchte, dass die Wahl wirklich noch vor dem Sommer stattfinden könnte, die Nationalratswahl. Und zwar nicht, wie ursprünglich angedacht, im Mai, sondern zusammengelegt mit der EU-Wahl am 9. Juni. Jetzt wissen wir eh, da gibt es alle möglichen Dinge, die dagegen sprechen. Aber können Sie sich das mittlerweile nicht doch auch vorstellen, dass die ÖVP da jetzt sagt, naja, bevor der Herr Lobatka uns da die Wahl versaut und wir dann in einem Negativstrudel drin sind, wählen wir lieber gleich am 9. Juni. Ich muss sagen, dann sollen sie das gleich absagen, die EU-Wahl. Ja. So wie die Details ist natürlich ein... Überhaupt nicht mehr. Na gut, das haben die Scherz haben wir mit der ÖVP schon einmal gemacht vor vielen Jahren. Der ÖVP war am liebsten, es findet die Wahl für eine gewisse Zeit gar nicht statt. Ja. Aber so wie die mit der EU-Wahl umgehen, welche Wahlbeteiligung willst du erreichen? Wenn du sagst, wie können wir die EU-Wahl am besten verbergen, verheimlichen, ja, sodass der Wähler völlig überrascht in der Wahlzeit ist und sagt, da habe ich noch einen zweiten Zettel, da steht um EU-Wahl. Na gut, mach ich auch schnell ein Xl. Und dann glaubt die ÖVP, weil der gerade den Daumen schon einmal aufgekommen hat auf dem ÖVP-Platz, dann macht er es halt noch einmal. Ja, da nachdenken in der Wahlzelle ist ja wirklich ein bisschen mühsam. Also im Hinten warten schon zwei andere seit einer halben Stunde gern wollen täten. Also wenn man das glaubt, ja, dann ist es besser, man macht das gar nicht. Ja. Das wird die Aufgabe der Kandidaten sein für die EU-Wahl. Die sind jetzt Spitzenkandidaten und die müssen jetzt eigentlich erklären,
warum sie Spitzenkandidat sind, was sie gerne machen würden, wenn sie gewählt werden und warum sie überhaupt bei der EU-Wahl antreten. Das musst du einmal erklären. Ich brauche keine Bekennerstellungnahmen, wo die sagen, ja, das größte Friedensprojekt. Nein, nein, ist richtig. Sie sollten sich nur ein bisschen mehr für den Frieden einsetzen, zum Beispiel in der Ukraine, im Ukraine-Russland-Konflikt oder im Gaza-Konflikt tun sie es auch. Ja. Den Israel und Hamas aus Konflikten. Also das tun sie schon. Aber im trotzdem muss ich sagen, ist das einfach eine Art und Weise, die verstehen. So, und die Nationalratswahl vorverlegen, ja, da hat es gegeben mir einen Roman, Die Angst des Stormanns vor dem Elfmeter, von einem berühmten österreichischen Literaten, ist die Angst der ÖVP vor der Nationalratswahl, ist die zweite Angst. Die haben nämlich eine Doppelangst. Die glauben, wenn ich Angst habe vor der EU-Wahl, Angst vor der Nationalratswahl, irgendwie hebt sie das auf. Oder die glauben, ich reagiere mich bei der EU-Wahl ab, ja, und dafür wolle ich den Nehammer. Also okay, der Lobatka wird bestraft für den Nehammer, aber den Nehammer wolle ich dann. Das ist doch ich verstehe das alles nicht. Wenn ich mir die Rotdaten da anschaue, in der Kanzlerfrage, ja, ist mir das ein völliges Rätsel, weil das ist sehenden Auges, schwarz-grün, die können auch zurücktreten und sagen, macht's was soll's. Oder wie der Bismarck gesagt hat, macht's euren Dreck alleine. Ja? Das ist dann ein Abgang. Aber das ist ein Abgang auf Raten. Ja? Die sagen, jetzt gehen wir, dann tun wir noch ein bisschen Wahl kämpfen. Dann sagen wir, okay, das Volk haben wir nicht austauschen können. Daher haben sie uns jetzt nicht gewählt. Ja, der berühmte Bertolt Brecht, glaube ich, war das, der auf das einmal sehr gescheit Bezug genommen hat. So, und wenn man das halt nicht austauschen kann, dann werden wir halt nicht mehr gewählt, dann sollen einmal die anderen sagen, was kennen. Ja, ein bisschen so das olympische Prinzip. Und das verstehe ich. Ich verstehe das von keiner. Mir ist jede Logik verschlossen, was da für ein Hintergedanke ist. Aber das wird er morgen erklären müssen. Er wird morgen sagen müssen, ich habe einen Plan. Entweder noch für ein Jahr oder für die Neuwahl und dann danach, wenn ich in Opposition bin, was ich dann fordere. Oder nicht in Opposition oder mit dem Blauen wirklich nur eine Regierung zusammenbringen. Aber selbst das, wenn ich die Hochrechnung anschaue, bei der Sonntag geht sie alles, da geht sie gar nichts aus. Ja, das ist sozusagen die indirekte, die Umfragen sagen, eigentlich wollen wir die ÖVP auch nicht. Also ich meine, ich sage jetzt nicht, dass alle anderen Umfragen brüllend super sind. Ja. Also ich will da nicht irgendwie, aber trotzdem, das finde ich, das ist einfach ein Wahnsinn. Es wäre auf jeden Fall einmalig, gab es noch nie, dass eine EU-Wahl und eine Nationalratswahl in Österreich zusammengelegt wurden. Das heißt, man kann jetzt auch nicht wirklich Vergleiche ziehen, aber wer könnte davon profitieren? Wem wird das eher schaden, Ihrer Meinung nach? Wie schätzen Sie das ein? Also am meisten profitieren wird die Papierindustrie. Und ich kann euch nur empfehlen, als Zeitungsmacher, geht es jetzt schon einkaufen, weil im Juni wird es Papier eng. Ich habe mir den langjährigen Wahlleiter in Österreich, kann man hoffen, dass der Kleber hält diesmal. Den Herrn Stein im Report angeschaut am Dienstag. Und der hat dort aus dem Brustton der Überzeugung gesagt, die Ballen können nicht zusammengelegt werden, weil Österreich nicht im Besitz von so viel Papierreserven ist. Das hat wirklich ernst gemacht, aber kein Spaß. Die riesen Wahlzettel, die Kuverts und alles, es geht sich alles nicht aus. Okay, ist ein bisschen vielleicht ein interessantes Argument am Rande. Ich glaube, wir denken vielleicht ein bisschen zu sehr mit dem Kopf der ÖVP. Die ÖVP und lassen uns auf das Spiel ein. Was ist für die Machterhaltung der ÖVP das Richtige? Versuchen wir es einmal mit den kleineren Koalitionspartnern, mit den Grünen. Die liegen da nach der Leiersten Hochrechnung bei gerade einmal 9%. Wir wissen aber, bei der letzten EU-Wahl-Hochrechnung, die ist jetzt 4 Wochen her, liegen sie bei 14%. Das heißt, 5 Punkte liegen die bei der EU-Wahl vor der Nationalratswahl. Und jetzt kann man davon ausgehen, dass der Bogo vieles macht, aber bei der EU-Wahl wird er wahrscheinlich nicht antreten. Ja. Legst du diese Wahlen also zusammen, ist das für die Grünen ein Desaster, ein echtes Desaster. Die können zwar dann mit dem Bogo Bier trinken, weil sie bei der EU-Wahl mit ihrer Kindergartenkandidatin 14% machen. Nur bei der Nationalratswahl, wo es ums Wirkliche geht, stürzen sie auf Einstellung ab, weil der Bogo dort kandidiert. Und weil viele dann differenzieren, das sieht man, ist eindeutig. Also ob das für die Grünen, ich schließe es auch nicht aus, ob das Ende von den Grünen ist. Es kann da passieren, dass die bei der EU-Wahl, weiß ich nicht, 12-13% machen, bei der Nationalratswahl gar nicht reinkommen, wenn das eine Dynamik kriegt. Das kann alles sein. Also das ist hochinteressant. Die Grünen brauchen die vorgelagerte EU-Wahl wie ein Stückchen Brot für die nachher stattfindende Nationalratswahl, damit sie in einen Schwung hineinkommen. Also wird auch spannend. Das heißt, eine gemeinsame Auflösung, einen gemeinsamen Auflösungsantrag der jetzigen Regierungsparteien, der ja vorgeschrieben ist laut Koalitionspakt, wird es nicht geben. Dass die ÖVP müsste im Vorfeld schon wieder einmal, war nichts Neues, wieder einmal als Brecher der Koalition auftreten. Das hat sie bis jetzt mit allen Koalitionen gemacht. Immer hat es die ÖVP gebogen. Und ob das ein guter Start ist für einen Wahlkampf, wage ich zu bezweifeln. Und
Noch ein Punkt. Auch ich habe das gehört, dass es da die Vorverlegung geben soll in den Juni hinein und dass man, dass es eine Art Verzweiflungs-Harakiri mit Anlauf, sagt man da von der ÖVP. Und was mich schon im Moment bewegt ist, wie derzeit hinter den Kulissen gebackelt, gemauschelt und Karten gespült wird um die Zukunft dieses Landes. Das wird ja immer, sickert ja immer mehr durch. Ja, also da gibt es zum Beispiel die Gespräche jetzt zwischen SPÖ und ÖVP. Auf verschiedensten Ebenen. Zwischen Nehammer und Babler, der sich da schon einwickeln lässt. Zwischen den Sozialpartnern, Gewerkschaft und Wirtschaftsbund. Also wird die große alte Koalition, die schon x-mal abgewählt worden ist und die in dem Land noch nie was weitergebracht hat, zwischen SPÖ und ÖVP beschworen. In den Hinterzimmern. Weil der Wöhler wird es ja nicht, geht es ja nicht aus, wie man sieht in den Umfragen. Und nebenbei gibt es dann auch noch Parteivorsitzende, jetzt seien wir nicht böse, jetzt musst du sehr stark sein, gibt es dann noch Parteivorsitzende wie den Herrn Babler, der plötzlich auch was entdeckt hat, nämlich wie man Macht spielt, fällt denen auf einmal ein. Und plötzlich ist er nicht mehr der Vertreter des kleinen Mannes und für jeden ein warmes Essen. Er kümmert sich im Moment nämlich ums warme Essen von Journalisten. Es ist nämlich bekannt geworden, dass es vor wenigen Tagen ein Geheimtreffen gegeben hat mit 25 ausgewählten Journalisten. Das sind nicht alle eingeladen worden, die nicht eingeladen waren, sind jetzt böse und haben das dann auch publiziert. Mit 25 Journalisten, und jetzt kommt's, nicht irgendwo in einer Würstelbude oder beim McDonald's. Nein, der Herr Babler verdient für sich ein Besseres. In einem Gourmet- und Zwei-Hauben-Lokal im 8. Bezirk, Nobelgärtner-Würzgrund, hochinteressant, 25 Journalisten zu einem Hintergrundgespräch, wo Vertrauliches und Informelles mit Journalisten besprochen werden. Das klingt alles sehr technisch. Auf Wienerisch und Favoritenrecht würde man sagen, das nennt man Anfüttern schon von Journalisten, ja, wenn man ins Gourmet-Lokal geht. Und da ist jetzt ein Streifzug, ein kurzer aus der Speisekarte. Forelle Rillette, Perlhunterin, Beirut mit Rotwein-Jus. Dann gibt es noch eine Teigtatscheln auf Kürbis und zum Schluss oder davor natürlich die berühmte und teure Topinambursuppe. Der Herr Babler, der Vertreter der Arbeiterklasse, lädt Journalisten zur Beeinflussung, ich sage jetzt nicht Auffütterung, aber es denken sie viele, in einen Gourmet-Tempel, in ein Haubenlokal ein. Mich interessiert es noch, wer zahlt. Weil auf der Speisekarte steht das Lokal nur einmal einen Tag in der Woche offen, Freitag. Und jeden anderen Tag kannst du dich da einmieten, aber nur dann, wenn du eine Mindestkonsumation von 100 Euro pro Person machst. Und die waren an einem Dienstag dort, ist mir gesagt worden. Also mich würde wirklich interessieren, zahlt das die Partei, der Steuerzahler, zahlen das die Journalisten selber? Also da wird gemauschelt in diesem, das System beginnt sich zu verteidigen, beginnt sich gegenseitig einzuladen, zu beeinflussen, anzufüttern. Also wunderbar und alles, alle miteinander, ein Ziel. Herbert Kickl muss verhindert werden. Und das ist wirklich, also wunderbar, was Besseres kannst du gar nicht wünschen, eigentlich tadellos. Ich war leider nicht eingeladen, schade eigentlich. Bei der Speisekarte, muss man sagen. Den muss man sagen, so Hintergrundgespräche mit Journalisten machen. Aber nicht im Haubenlokal. Schon auch vielleicht nicht im Haubenlokal. Gerade Sozialdemokraten sollten da besonders vorsichtig sein, wenn es ums Haubenlokal geht. Also die Bahnhofsreste gehen oder zum Würstelstand oder was? Ja, aber er kocht jetzt in Dreiskirchen die Volkssuppe. Ich mische mich da nicht ein. Da lädt der Babel ein und wenn dort 25 Journalisten hinkommen, ist es denen ja Kaffee. Na, jeder Einzelne wurde ausgewählt, handverlesen. Ja, aber wenn er auch hinkommt. Die Wichtigen. Na, wenn er auch hinkommt. Ja, ja. Man muss auch nicht hinkommen. Ja, ich bin oft in mein Leben schon eingeladen worden und bin nicht hingegangen. Einfach so, was mich interessiert hat. Ja. Aber ist egal. Dazu will ich nicht sagen, das muss ich mir direkt ausschauen. Ich kenne das gar nicht. Im 8. Bezirk, muss ich ehrlich sagen. Ja. Hauptlokal. Vor allem, da musst du ja echt ein Glück haben, wenn die nur einen Tag offen haben, dass du den Tag gerade erwischt. Ja. Ja. Muss nicht sein. Also, ich, wie gesagt, besser war gewesen eine Pizzeria, auf eine gute Pizza und genau. Die Geschichte hat sie. Arabiata, wenn man dann über Schwarz-Blau redet, hätte ich Arabiata bestellt. Aber vielleicht, um auf ein ernsthaftes Thema zu kommen. Peter Westenthaler sagt ja, es wird gemauschelt und da wird schon schwarz-rot und rot-schwarz ausgemacht. Ja, das sagt der Peter Westenthaler. Ich sage, die Gemauschelei hat schon stattgefunden bei der Gestaltung der Landesregierung Schwarz-Blau in Oberösterreich, bei Gestaltung der Landesregierung in Salzburg, bei Gestaltung der Landesregierung in Niederösterreich. Und die drei wollen Schwarz-Blau auf Bundesebene haben, dann haben sie es leichter. Weil dann brauchen sie mich beide nur anrufen, bei einem schwarzen oder bei einem blauen Minister und die Sache hat sich. Und das ist die wahre Logik, die da ist. Und um das zu hintertreiben, bemühen sie die anderen Parteien, ein bisschen herumzuhören, ob das wirklich zwingend in diese Richtung geht.
schaut, die wirklichen Entscheidungsträger, nicht in allen Fragen, aber in vielen Fragen, sind die Sozialpartner. Ich meine, am Sonntag den Wolfgang Katzian angehört, der hat wirklich diese Gelassenheit, diese Ruhe gehabt, zu sagen, naja, das ist schon alles okay, aber der Harald Mahler und ich müssen das natürlich auch wissen und besprechen. Ja, das habe ich übrigens immer gesagt, auch wie wir da einen neuen Vorsitzenden gesucht haben, habe ich gesagt, jetzt ist es alles okay, einen neuen Vorsitzenden zu suchen und wir brauchen auch einen, aber die jeder, egal wer gewählt wird, muss wissen, auch die Sozialpartner sind aufgrund des Systems in Österreich dabei und nicht zum Nachteil, denn nach 45 haben sie doch einiges Positives erreicht, auch in der Pandemiezeit ist es ihnen gelungen, da positive, ich glaube, das hast sogar du gelobt, positive Lösungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu finden. Also ich finde, da haben wir ein bisschen jetzt das überbewerten. Ich glaube daher, es ist legitim. Es sind Hintergrundgespräche mit Journalisten auch legitim. Ich war immer ein Skeptiker von Hintergrundgesprächen, wo viele Journalisten sind. Ich halte es ehrlich gesagt nicht für sehr sinnvoll. Sondern du tust mit einzelnen Journalisten einen normalen Dialog führen, wohl wissend, dass er selber entscheiden wird, ob er was schreibt, was er schreibt und aus. Ja, so soll eine Mediendemokratie funktionieren. Die ÖVP tickt anders. Die ÖVP schaut, dass in möglichst allen Medien, allen, nicht in allen, aber in möglichst allen Medien, irgendwann hat, den man schnell anrufen kann und der dann schnell was umsetzt. Das ist ihre Methodik, mit der sie jetzt versucht, elektronische Medien zu beeinflussen, Printmedien zu beeinflussen und die Wende für Karl Nehammer herbeizuschreiben vor allem. Ja, also ich meine, wenn ich mir manche Titel in manchen Tageszeitungen anschaue, nicht in Österreich, sage ich jetzt gleich dazu, ja, dann frage ich mich, wie kommen diese Titel zustande? Aber ist okay. Ja, das ist, auch das ist ein ich leugne also nicht, dass in früheren Zeiten auch Sozialdemokraten versucht haben, dass der eine oder andere Titel kommt, mit dem sie Freude haben. Aber ich finde, das ist sinnlos, weil der Bürger ist nämlich nicht dumm. Du hast nämlich gesagt, ich höre schon auf damit. Ich sage, wenn du sagst, das ist ein Programm für die Volksverdummung. Ja, ja. So sitzt der ÖVP. Der wirklich Dumme ist, der glaubt, dass die Bevölkerung dumm ist. Völlig richtig. Weil wenn die Bevölkerung was nicht ist, sie ist nicht dumm. So ist es. Und deswegen geht auch die Umfrage runter. Genau. Und einer, der aber glaubt, dass sie dumm ist, ist selber dumm. Und deswegen wird am Ende des Tages sie eine neue Haken suchen können. Nur mal zu diesen Treffen. Es geht schon auch um politische Ehrlichkeit und Redlichkeit. Und wenn ich jetzt mir aufbluster, wie der Herr Babler, ja, der wie ein Blustervogel da umeinander schwirbt und plötzlich allen erzählt, er ist gegen das System und gegen die Klasse und er ist gegen das Establishment und dann trifft er den Mainstream und die Vertreter des Establishments bei Gourmet-Haubenlokal einladen. Und das Lustige ist ja, lieber Josef, es hat ja keiner von den 25 Teilnehmern das geschrieben. Es hat ja keiner verraten. Geschrieben hat es einer, der nicht eingeladen war. Das passiert ja dann nämlich, weil es gibt ja dann auch Neid, auch in diesen Bereichen gibt es. Geschrieben hat es ja einer und veröffentlicht hat es einer, der nicht eingeladen wurde. Gott sei Dank. Auch das gibt es. Hut ab. Der traut sich was. Finde ich klasse. Aber das ist nicht, was die Führer bringt bei den Leuten, dass du draußen herumrennst und den Kampf gegen das Establishment führst und dann mit dem Establishment ins Gourmet-Lokal gehst um 100 Euro pro Nase. Wer immer das bezahlt hat, werden wir erst sehen. Wahrscheinlich wird es noch mehr gewesen sein, weil dann den guten Roten werden sie sich dort angeben haben, nehme ich an, diesen da. Also das ist schon etwas, sonst gebe ich dir eh recht. Es ist halt, das System hängt sie ein gegen den Systemfeind. Es gibt nur einen Herausforderer dieses Systems, der heißt Herbert Kickl. Der würde sowas nie machen, nie im Leben. Das tut findest den Herbert Kickl nicht, weder in einem Gourmet-Tempel, noch in einem Haubenlokal und schon gar nicht mit eingeladenen Journalisten. Das muss man fairerweise sagen. Das tut man nicht. Du weißt, du hast das richtig gesagt. Ich habe das auch nicht gemacht, auch in meiner aktiven Zeit nicht. Das nennt man politische Verhaberung, das nennt man Beeinflussung und ich nenne es bewusst nicht anfüttern, aber es gibt Menschen, die das so nennen. Und da muss man sich überlegen, ob das der politischen Hygiene in dem Land auch gerecht wird. Das sollte man auch einmal sagen. Das finde ich nicht okay. Übrigens, die ÖVP macht das auch, wir wissen es, auch das wissen wir. Aber das sollte man doch wissen, in diesen Wochen, wo wir vorne möglicherweise, nicht sogar knapper, als wir alle glauben, vor einer Nationalratswahl stehen, ist es wieder so ein Indiz, das ineinander Einhängen von Schwarz, Rot, Grün und Neos, Einheitspartei und ein Herausforderer ist der Herbert Kickl. Darf ich dazu was sagen? Ich bin da skeptisch bei den Asketen in der Politik. Ja, ich habe immer ein Arbeitsverhältnis mit Herbert Kickl gehabt. Ich bin immer ein gutes Arbeitsverhältnis gehabt und wir haben vieles auch
gemeinsam zustande gebracht im Parlament. Ja. Sage ich mal voraus. So, ob das manchmal in der Bevölkerung gut ankommt, ja, wenn Franziskanermönche auf und ab gehen, ja, oder wenn man Asketen hat, weiß ich nicht. Das muss derjenige verantworten, der so rumrennt. Ich habe zu mir zum Beispiel einer bei der Umfrage früher gesagt, wie ich abgefragt worden bin, sage ich, wieso habe ich nicht bessere Daten in den Umfragen? Sagt er, ja, schau, du rennst, du bist schlank, du schaust aus wie einer, der nicht zu viel isst, zu viel trinkt, du bist nicht platt genug. Und die Leute kriegen Angst und sagen, wenn ich so leben muss wie der, will er nicht. Ja? Also das ist ein bisschen so, es war scherzhalber damals, aber es hat einen kleinen Warnkern. Ja? Und ich finde halt, wenn man da in diese Richtung argumentiert, schau, die Kommunisten machen das ja auch. Die Kommunisten kommen und sagen, ja, Gott, dass nur 2.000 Euro nehmen eigentlich, ja, und überhaupt, die am liebsten denen sie sich mit einem Schallerl irgendwo an den Straßeneck hinstellen und so. Die Leute... Kommt aber das, ja, nein, ich sage dir was, nein. Soll ich dir was sagen? Es hat Zeiten gegeben, da haben die Politiker weit mehr verdient, weit mehr an Möglichkeiten gehabt, aber wie sie ihre Interessen, wie sie die Interessen der Menschen nachhaltig, sichtbar, spürbar vertreten haben, ja, war das den Menschen wurscht. Ja. Und der hat entweder die goldene Knacker gegessen oder die normale Knacker, war das nicht so entscheidend. In Zeiten aber, wo alle weniger haben, genau, sparen müssen und. Und dann kommen ein paar daher und sagen, ich ist die goldene Knacker, das ist schlecht. Deswegen freue ich mich noch mehr als auf die Umfragen nächste Woche, freue mich auf die Umfragen dann übernächste Woche, weil da haben wir den Opernball dann schon bald, in zwei Wochen den Opernball drin, auf das wird ja auch noch ganz super, wenn dann die Nehammers, Edstadlers, Kochers, Sozialministern, wie sie alle heißen, Arbeitsminister, dann auf den Opernball wieder gehen für 30.000 Euro Steuergeld in Logen champagnisieren, während es den Menschen aufgrund Inflation nicht gut geht und sie dieses Leben nicht leisten können. Wunderbar. Also das ist sowas. Weißt, es sind oft die kleinen Dinge. Ja, wie man, wie 30.000 man sieht, ist nicht. Nein, die kleinen Dinge, wie ein Politiker tickt, ist er empathisch, kann er sich in die Menschen hineinfühlen. Und wenn du heute empathisch, also ein Politiker mit Herz bist, in die Menschen, wie es ihnen jetzt geht, hineinfühlen kannst, dann brauchst du nicht in Sack und Asche gehen, aber dann gehe ich nicht am Opernball in diesem Jahr. Und schon gar nicht auf Steuerzahlerkosten. Dann zahle ich mir das selber, wenn er es leisten kann. Und der Herr Nehammer wird es leisten können. Privat becken, da wird sich niemand drauf reden, da kann er auch hingehen. Aber das Schlimme ist Steuergeld. Zigtausende Euro Steuergeld wird dort verbrochen dafür, dass du champanisierst und mit den Diamanten und den Champagner klinkst. Kommt nicht gut an. Und gerade in einem Wahljahr. Und da kann ich nur alle gut empfehlen, wenn ich beraten, jemanden sagen, meidet das, weil das ist abgehoben, präpotent, arrogant gegenüber der Bevölkerung. Das tut man einfach nicht. Ganz genau. Ich sage dir was. Ich war nie auf einem Opernball. Ich finde das geil. Ich war schon auf einem Opernball, ich war selber zahlen. Ich würde mich zu Tode langweilen. Warum soll ich so viel zahlen? Die kann man auch beim Biller an Champagner kaufen um 28 Euro. Fernsehen zuschauen. Ja, ist doch lächerlich. Ganz zum Schluss, Finale, Herr Westendahl, ich würde vielleicht mit Ihnen beginnen. Muss der Herbert Kickl nicht aufpassen? Sie haben jetzt schon angesprochen, die Gespräche, die da geführt werden zwischen den Landeshauptleuten, den Parteichefs, dass der am Ende nicht alleine überbleibt? Nein, er ist ja nicht alleine. Er hat ja die Wähler hinter sich. Also er sagt das immer und das halte ich auch für richtig. Während sie alle um ihre Macht Sorgen machen oder schon jetzt die Macht vor einer Wahl verteilen, das ist ja so, in diesen Hintergrund- und Gasthausgesprächen beim teuren Gourmetwirten, während das alles schon passiert, sagt er, das macht er nicht, er klingt sich da bewusst aus, er will einen Gegenpunkt setzen und sagt, ich habe eine Koalition mit den Menschen. Und bis jetzt ist es in den Umfragen so, kriegt er da einen recht guten Widerhall. Und er ist halt auch, wie soll ich sagen, ein bodenständiger Mensch, so wie du und ich, nicht abgehoben. Er kann mit den Leuten umgehen. Er ist ein Politiker, der Empathie hat und Empathie zeigt und auf die richtigen Themen setzt. Und er sagt vor allem eins, und das ist ja auch jetzt im Moment eine ganz, ganz wichtige Diskussion, weil ja so viel gerne jetzt über Freiheit und Demokratie diskutiert wird. Wer ist denn eigentlich wirklich die Freunde und die Feinde der Freiheit und der Demokratie? Weil die Feinde der Demokratie und der Freiheit sind, haben wir bei Corona gesehen. ÖVP, Nehammer, Lockdown, Wegsperren, Menschen bestrafen. Das kennen wir alles. Das wird auch morgen nicht aus der Welt schaffen können. Aber der Herbert Kickl sagt, schau, es ist ganz einfach. Ich stelle mich einer Wahl und wenn ich von den Wählern gewählt werde, werde ich mein Bestes für das Land tun und werde schauen, dass ich eine Regierung zusammenbringe. Alle anderen sagen vor der Wahl, uns ist völlig wurscht, wie die Wahl ausgeht, denn wir werden mit unserer Medienmacht, mit unserer finanziellen Macht, die es ja auch noch immer gibt, darf man auch nicht vergessen,
Und wir werden alles daran setzen, das ist das einzige Ziel aller Parteien, dass der Herbert Kickl nicht Bundeskanzler wird. Und das ist eigentlich eine wunderbare Herausforderung für den Herbert Kickl. Ich hätte mir das gewünscht in unserer Zeit, wenn wir den Jörg Haider gehabt haben, war es ähnlich, aber nicht so. Es hat immer wieder Parteien gegeben, die gesagt haben, wir spielen da nicht mit, wir machen nicht mit vor der Wahl und legen uns fest, sondern zuerst einmal hat bei der Wahl der Bürger das souveräne Wort. Und auf Basis dieses Wahlentscheids wird es dann Gespräche geben, Parteienbildung. Da kann man sich zurücklehnen und relativ gelassen sein. Aber die Aufgeregtheit aller anderen Parteien, die übrigens heute alle verlieren, nur die FPÖ nicht, zeigt ja, wo im Moment die Aufregung ist. Wir werden einen unglaublich aufgeregten Wahlkampf. Wir haben jetzt schon, die Aufregung ist jetzt schon da, wenn noch gar kein Wahlkampf da ist. Die Kritik ist, wenn Sie da 2, 3, 4 Parteien hinstellen und sagen, wir müssen Kickl verhindern, sagt, schickt Ihnen der Kickl ein Telegramm, sagt, danke, bitte weiter. Ja, jeden weiter, Tag. Ja, weiter sagen. Du kannst dir aber hinstellen, kannst sagen, also immer das angeschaut, was der Kickl so an Inhalten vertritt oder was momentan die Inhalte der FPÖ sind, wenn ich über das nachdenke. Das ist mir zu wenig für eine Regierungszusammenarbeit, aber mit dem einen oder anderen Thema kann man im Parlament gemeinsam, siehe Untersuchungsausschuss, kann man gemeinsam was unternehmen. So sehe ich das. Und da sind alle Parteien gut beraten, das so zu machen. Wenn die das anders machen, fürchte ich, treiben sie ihm die Wähler zu. Und das kann ja wohl nicht das Ziel sein. Es gibt aber noch eine Steigerung. Es gibt noch Steigerung. Die ÖVP steigert das, die perpetuiert das jetzt hinauf. Die ÖVP sagt, niemals mit dem Kickl, also nicht die ÖVP, sondern der Herr Nehammer, der ja Geschichte ist nach der nächsten Wahl. Der Herr Nehammer sagt, niemals mit der FPÖ, der macht eine grausliche Politik, spricht, hat nicht einmal den Satz ausgesprochen, nicht einmal noch das Satzzeichen ist verhallt und macht dann alles nach, was der Kickl sagt. Ja, Stichwort, kein Geld mehr für Zuwanderer, Asylstaat. Ja. Wunderbar, das ist sowas von unglaubwürdig. Ich gebe da ein bisschen recht, dass der versucht, jetzt zu plagieren, um Blauwähler wieder zurück zu den Schwarzen zu bringen. Das scheint, ich weiß nicht, ob es jetzt genau das eine Kopie ist, aber ein bisschen sich anzunähern, das ist der Versuch, den er da gerade startet. Er muss einmal erklären, warum dann die ÖVP in Niederösterreich, in Oberösterreich, in Salzburg mit der FPÖ eine Koalition macht, wo in allen dreien FPÖ-Landesorganisationen ohne Zustimmung von Kickl dort keine Koalition zustande kommt. Das heißt, Kickl war dreimal eingebunden. Kickl ist sozusagen der Mitgeburtshelfer dieser drei schwarz-blauen Koalitionen. Deswegen sage ich, ich will das auf Bundesebene dann auch geben. Was ist dann der Unterschied? Ich rede mit Kickl und sage, in Salzburg wollen wir es machen. Ich rede mit Kickl in Oberösterreich, wollen wir es machen. Ich rede mit Kickl in Niederösterreich, wollen wir es machen. Dann rede ich doch gleich mit Kickl, dass wir auf Bundesebene das machen. Ja? Wer das nicht glaubt, dass das so ist, der lebt sowieso auf einem anderen Stern. Aber inhaltlich begründen. Es gibt Punkte inhaltlich, da könnte man, wenn wir mal Zeit haben, einmal diskutieren, was ihr den Kickl nicht gut findet, so wie du manchmal was diskutierst, was du den Pablo nicht gut findest und die Geschichte hat sie. Meine Herren, vielen Dank. Von den beiden Herren gibt es diese Woche nicht genug, muss man sagen. Morgen sind sie wieder im Studio. Manche haben schon gescherzt, sie haben ein Bett hier. Ganz so ist es nicht. Sie gehen dazwischen schon nach Hause. Aber morgen kommen sie wieder. Und morgen ist dann eben die heute schon angesprochene Rede des Bundeskanzlers und ÖVP-Chefs Karl Nehammer. In Wels wird er seine Rede an die Nation halten. Viele Inhalte sind bereits bekannt. Die eine oder andere Überraschung soll noch dabei sein. Und im Anschluss gibt es dann die große Analyse mit Josef Czapp, mit Peter Westenthaler und Wolfgang Fellner bei uns im Studio. Und wie gesagt, ab 13 Uhr sind wir morgen bereits auf Sendung, berichten live aus Wels und haben den großen Countdown zu dieser Rede. Also morgen ein ganz, ganz spannender Tag hier auf OE24TV. Heute sind wir noch nicht ganz am Ende angelangt, denn es geht weiter mit dem großen Aufregerthema des heutigen Tages. Wir haben gestern schon darüber gesprochen. Es ist jetzt wirklich so. Fritzl, genau, dass ich es rausbringe, wurde aus der Psychoanstalt entlassen, aus dem sogenannten Maßnahmenvollzug, ist jetzt in einer normalen Haft untergebracht. Und seine Anwältin Astrid Wagner, die war gestern schon zu Gast hier, da hat sie eben noch argumentiert, warum er rauskommen soll. Jetzt ist es passiert und jetzt sprechen wir mit ihr drüber und auch dazu, wie denn so die ersten Reaktionen ausfallen. Wenn man zumindest den Reaktionen im Internet und so auf Social Media glaubt, dann wird das alles andere als positiv von den Österreichern aufgenommen. Aber wie gesagt, gleich mehr dazu. Astrid Wagner ist gleich zu Gast im Studio. Jetzt eine ganz kurze Werbepause und dann geht es hier gleich weiter.